Nächster Versuch. Ah, jetzt scheint es auch zu funktionieren. Was war gerade los, Mann? Keine Ahnung. Ich wollte streamen, das ging nicht. Aber ich habe ja einen schnellen PC. Einfach mal PC neu gestartet. Nein. Cosi ist ja mal da. Okay. Wir sind dabei. Unser letztes Promospiel zu gewinnen. Hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Also, was heißt hoffentlich? Ich mache das jetzt einfach. Ich hole mir jetzt den letzten Win, den ich benötige. Und dann bin ich goldig. Also, es wird wahrscheinlich auch nur so laufen, dass ich jetzt die Promo zu Ende spiele. Entweder verkacke ich die Promo jetzt oder nicht. Dementsprechend werde ich dann auch eine gute oder schlechte Laune haben. Aber erstmal muss ich ein Spiel finden. Richtig. Und da haben wir es schon. So, ich würde gerne supporten, ich würde gerne Mitte spielen, das ist mir alles egal momentan. Hasre, ich krieg das, aua, hin jetzt, das blöde Spiel. Ja, ich bin jetzt. Ich weiß nicht, was jetzt kommt, aber ich glaube, ich schieße mein Fenster mal. So. Ich bin jetzt wirklich gerade wahrlich gespannt, was kommen wird. Ich finde den Braunbann gerade ganz gut, eigentlich tatsächlich. Er muss jetzt, der erste muss jetzt irgendwas picken. Und pickt eine Lux. Ist ein sehr gesprächiges Team auch. Und gut, dass ich gerade überhaupt nicht müde bin. Wenn ich nicht. Lux in der Mitte gegen Ahri. Ahri. Habe ich ja auch ein bisschen gespielt diese Saison. Dann wieder abgewandt von Ahri, aber Ahri finde. Great. Can I support you? Und ich bin mir sicher, dass das Support so echt falsch ist. The dawn has arrived. So. Es ist ein bisschen langsam wieder alles hier. Habe ich den Eindruck. Ich hoffe, das wirkt sich aber jetzt nicht kacke auf das Spiel aus. Fände ich nicht so cool. Ich hoffe, das klappt jetzt alles. Haben wir einen Jungler? Wir haben Jungler, wir haben den Supporter, es fehlt nur noch Top und den ADC Carry. Ich glaube, ich esse eine kleine Nougatpraline, die ich von unserer Gourmetmeile gestern erstanden habe. Die sind wirklich sehr lecker, wobei die mit so Kakao eingehüllt sind. Ich mag diesen Kakao nicht, aber wenn dann der Geschmack von den Pralinen rauskommt, ist auch geil. So, das war jetzt meine zweite heute. Reicht auch. Reicht auch für heute, weil generell versuche momentan meinen Süßigkeitenbedarf zu reduzieren. Das Blöde ist, nur mal, wenn man dann ein bisschen deprimiert oder dergleichen ist, dann. Bitte nicht Vayne. Vayne ist so scheiße.
Ach Mann, Leute, ich muss das gewinnen. Das heißt jetzt, ich muss das... Hoppala, Entschuldigung. Ich muss das für mein Team carryen. Beziehungsweise ich muss mein ADC massiv jetzt den Arsch hoch puppeln. So. Genau. Gegen Sevilla auch noch. Jetzt bin ich geschwollen. Mach mal eben die Nase. Sorry. Sehr ja. Beim Stream mache ich alles, was ich bei den Let's Plays nicht machen darf. One is the loneliest number that you never did. Ich habe gerade einen Ohrwurm von diesem blöden Lied, von der Axe-Werbung. Und ich kann den Text gar nicht davon. Das ist immer das Dümmste, was passieren kann, wenn man den Text nicht kann. So, ich habe eine E-Mail auf meinem Handy bekommen. Omalia is now following you on Twitch. Danke, Omila. Omila stand da nicht, nicht Omalia. Somalia? Mhm. Danke, danke, danke fürs Followen. In Vandal City, the Jarls have built a Mariotopia hidden from the dangers around them. Warum sollte dann jemand, der in eine Utopie aufgebaut hat, warum sollte dieser dann, ich finde Poolparty Renekton übrigens sehr schön, vor allem dieses Grün ist so toll, ich mag so schöne Farben. Also vergessen. Warum, wenn man, Leute, warum kämpfen dann manche Yordles? Das verstehe ich nicht. Es ist übrigens total faszinierend zu sehen, seit die Skana-Updates, also seit die Skana geändert haben wieder, wie oft Skana gespielt wird. Finde ich auch wirklich zurzeit echt stark Skana. Also, ne, süß. Also Skana wäre auch noch so jemand, den ich spielen würde. Tatsächlich. Aber erstmal die letzten zwei Frauen kaufen und dann sehen wir weiter. So, schön. Ich würde jetzt gerne den Fernseher anmachen und Shopping Queen weiter gucken, während die hier laden. Wenn ich das Mikrofon muten könnte, würde ich das sogar jetzt einfach machen. Na, ich höre es mir einfach lautlos an. Oh, ist Werbung. Na toll. Hm. Okay, es läuft zurzeit How I Met Your Mother. Es ist natürlich doof, wenn man versucht, Lippen zu lesen. Weil man dann natürlich immer an das Englisch denken muss. Das Einzige, was ich jetzt Lippen lesen konnte, war My Hand. Aber den Kontext habe ich nicht verstanden. Wieso hat die Vane nur 9%? Wurden PCs on the way again, hä? Huh? Ja, Pete. Ich weiß, es ist doof. So. Dann eben Clash of Clans eben anmachen. Gucken, was da geht. Ich frage mich gerade, ob das Spiel stehen geblieben ist. Geht dann auch schon immer so panikmäßig rein, raus. Also auf dem Desktop. Es wird alles ausgeführt. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Irgendwie stimmt da was nicht. Mal ganz ehrlich, nicht gerade. Hm. Ich frage mich gerade auch, ob ich es einfach wagen soll, nochmal reconnecten soll. Ey,
Ey Leute, da ist doch was ganz faul gerade. Hallo! Boah, ich reconnecte jetzt nochmal. Scheiße, ey. Ein bisschen Angst, was passiert hier? Die Vane kann doch nicht die ganze Zeit bei 9% stehen. Das sieht ein bisschen aus, als wäre mein Server abgecrashed. Und jetzt habe ich hier einen Ladebildschirm. Einen schwarzen Bildschirm. Das funktioniert wieder alles wunderbar heute. Gut, dass ich nicht in der Promotion bin oder so und dann nur noch 2 Spiele offen habe und nur einen Sieg noch brauche. Und wenn ich jetzt hier klicke, dann stürzt es bestimmt ab. Och, nee, ne? Ja. Hallo? Warte, was? Da dein Ping schwankt, denke ich nicht, dass... Was zur Hölle? Wieso? Hä, was geht denn jetzt hier ab? Manu! Gut. Bei mir funktioniert gerade gar nichts. Ich muss mich jetzt nochmal neu einloggen. Schön. Ich weiß, ihr habt wahrscheinlich gerade sowas wie ein Black Screen. Ich habe auch nicht viel mehr. Ich komme nämlich gerade nicht ins Spiel. GG, right. GG. Kannst du jetzt bitte einfach... Ich hasse es. Ich hasse das. Zum Verrecken. Ah. Wenigstens habe ich jetzt endlich die LOL-Maus. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich gehe jetzt auch nicht mehr auf den Desktop gerade. Ich lasse es jetzt einfach durchlaufen, auch wenn ich ein ungeduldiger Mensch bin. Und ich hoffe, wir können das noch turnen, weil das ist natürlich wieder ein genialer Start. Oh. Komm gerade noch richtig. Boah, ich dachte schon. And I fought. Der French Guy hat einen blöden PC. Boah, ey, noch rechtzeitig. Ich flippe aus. Na, super. Meine Fresse. Jetzt habe ich das gleiche wie gestern bei dem Morgana-Spiel. Oder vorgestern, dass ich alleine auf der Botlane bin. Naja, wenigstens ist da der Reconnect schon da. Geh mir nicht auf den Sack, Fresh. Ich versuche wenigstens noch in XP-Range zu stehen. Okay. Okay, nice Boomerang. Einfach ein bisschen provoken. Boah, ich hoffe, sie... Der French Guy disconnected. Nicht schon wie... Ma? Alter, Vane, ne? Ganz, ganz schlecht gerade. Ganz schlecht. First
So. Ich wünsche mir den Israel von diesem einen tollen Leona-Spiel wieder herbei. First Blood zum Gegnerteam. Jawoll! Geht der Fresh von der Lane? Hat Sivir keinen Spaß mehr. Das Problem ist natürlich auch, Sivir ist so ein Champion. Der ist ein bisschen auf, ist ein sehr supportlastiger ADC. Und, deswegen, wenn der Supporter da nicht da ist, dann kann Sivir leider auch nicht so viel machen, wie man gerade gesehen hat. Zumal, aber was natürlich auch ein Missplay von ihr war, ich weiß jetzt nicht, ob das Schild von ihr auf Cooldown war, ich meine aber eigentlich nicht. Und, deswegen. Top Lane geht hart gecarried. Ich müsste eigentlich. Ich will den Sidestorm eigentlich haben. Dass Vayne jetzt von der Lane geht, verstehe ich eigentlich nicht. Aber okay. Haben uns halt dieses Item 2 Wards, 3 Pots und gut ist. Dann haben wir gleich 3 Aufladungen. Und das ist auch in Ordnung erstmal. Oh, Entschuldigung. Jetzt? Naja. Sorry! Ja, aber wir haben einen Kill geholt auf der Botlane. Ihr habt aber auch nichts Spannendes verpasst. Sterben die ganze Zeit die Leute. Ja, finde ich gut, weil wir Zone Sivir soweit, bis der Fresh wieder da ist. Oh, das ist natürlich clever, wenn die mit ihrem Schild meine W verhindert. Also das ist wahrlich clever. So, weil Skarner gerade bei dem Blue Buff ist, gehe ich davon aus, dass Skarner eventuell gleich auf die Botlane runterkommen wollen würde. Und um das eben zu sehen. Genau deswegen. Genau das meine ich nämlich. Hatte ich dort gewardet. Weil er macht mir natürlich den Ward-Rack kaputt. Und ja, jetzt sind wir natürlich. Wieso nehme ich einen Pot? Stay at the Vanguard. So, Skarner hat seine Ulti raus. Ihr könnt endlich ein Bild sehen. Das ist super. Okay. Wäre natürlich cool, wenn wir jetzt mal bei 6 hitten würden, beide.
Und Vayne endlich mal aus diesen Dingern rausgehen würde. Warum pickt er denn dann Renekton? Natürlich habe ich das auf dem Schirm. So. Einfach ein bisschen poken. Ich habe leider keine Wards, was habe ich damit signalisieren wollen? Und ich würde mir jetzt gerne endlich mal einen Sidestone essen können. Das heißt, ein Kill wäre natürlich supi. Ich sehe gerade, der Dings kommt. Das heißt, wir könnten gleich dieven. Alter! Nein! Jetzt hört ihr... Ein Hit! Ein Hit! Alter, ist die Ari Kaka. Ich meine, okay, man muss natürlich jetzt denken, Lux hatte jetzt Zeit zu pushen. Ist natürlich gut. Ich wäre als Midlaner wahrscheinlich auch nicht runtergegangen. Ist halt doof gelaufen an sich. Aber ich habe einen Sidestone. Wuhu! Und da steht immer noch ein Ward. Nicht mehr. Oh, das war ja Kaka. Hat er auch einen Sidestone schon? Oh ja, hat er. Alter! Wieso sind hier... Leute, mal ganz ehrlich. Followed einfach mal. Alter, richtig beschissen einfach. Plötzlich sind einfach vier Leute da. Wow. Vier Leute sind einfach plötzlich auf der Lane. Anstatt einfach mal auf diesen Turret dann zu pushen. Und so eine Scheiße machen die gerade nur. Rally to me.
Das ist natürlich echt beschissen einfach. Ich warte jetzt auch noch hier rein, damit man auch sieht, falls Scanner. Ich meine, natürlich, das mit dem Scanner, das hätte ich vielleicht sogar noch alles sicher spielen können, dass der Rain nicht gestorben wäre, aber plötzlich kommt ein Ahri und Ahri hat auch nochmal dieses blöde Ding drauf, womit die eben die Leute hier ihren Charme da, bla, womit die Leute anzieht. Wo denn? Ey, wo sollen die jetzt herkommen? Mal ganz ehrlich. Wenn nicht von oben. Stay at the Vanguard. First light approach. Das war aber knapp mit der Vayne. Es ist nicht so gut gerade. Sein, ich krieg's jetzt hin, dass die Vayne schön gefeedet wird. Was bis jetzt ganz okay ist, wenn ich 44 Leute unten sind auf der Lane. 4! Ich will dieses Spiel gewinnen. So, Schuhe. Ach, mal eine schöne Alternative. Schuhe. Toll, unser Tower fliegt jetzt auch weg. Obala. Ma, ich wollte das dann! Oh, Presspunts. Das war dumm. Ich weiß, das muss man mir nicht drunter schreiben. Aber Vayne hat den Tower unten gemacht, super. Rennington, Tower auf der Bot. Top Lane, super. Turn, alles klar. Aber mein Tod, der war blöd. Der war einfach not worthy. Wir können jetzt unser Ding gleich aufbasteln, wenn wir noch Geld Gold haben, deswegen ich warte jetzt noch eine Momente und was ich auf jeden Fall anstreben werde nach Sunfire Cape ist Banshees. Sorry, ich habe gerade nur Ahri nachgemacht, ne? Muss man so sagen. First light approaches.
protect you. So, ich bleibe schön bei meinem ADC Carry. Die scheint ja momentan 5-2. Boah. Super. Stay at the Vanguard. Rally to me. So, und dann auf unseren Smiter gewartet. Nice! Rally to me. Ja, ich würde sagen, Ryze können wir schon handeln. Dragon für uns. Dings für uns. Also richtig gut gelaufen, das Ganze. Mir fehlt nur noch ein bisschen Geld. Für Sunfire, Gabe. Wir hätten Ari natürlich auch noch bekommen können, wenn ich natürlich richtig getroffen hätte. So, ich wollte eigentlich, ja, Lasseten wäre natürlich schön gewesen, aber hatte jetzt auch einfach den Sinn, dass, okay. Hier sind keine Wards. Ja, ich waste einfach gerade ein bisschen Zeit. Oh, Renekton. Bis ich den Sunfire Cape hab. An ally has been slain. First light approaches. Sehe aber gerade, ich werde woanders gebraucht. Lauf mal bitte so. Lux, hoch. Wobei ich gerne jetzt mein Sunfire Cape kaufen könnte und es auch sehr gerne machen würde. Go fight! Like I said. Ever vigilant. The sun always rises. Jetzt könnte ich noch mehr als mein Sunfire kennen. Leute, ich finde das gerade ein bisschen unwitzig. Könnt ihr euch mal ein bisschen... Oh. Whoa, Dracul. Es war ganz gut, aber der Problem war an dieser Sache natürlich auch, dass der Nashor uns natürlich die ganze Zeit auch angegriffen hat. Und machen Sie mal den Pink Ward kaputt. Oh, da ist ein Pinkwort drin. Oh. Ey, die Ari ist dreimal da durchgelaufen. Checkt immer noch nicht, dass da ein Pinkwort drin ist. Ja, ich würde sagen, bei ihr habe ich alles richtig gemacht bis jetzt. Wir müssen nur mal irgendwie auf Objectives gehen. Has been
was auch immer das für ein Quatsch jetzt war. Wen, ey? Machen wir den fertig. Ja, ich würde sagen, das wird ein Win. Also wenn wir das jetzt noch throwen. Die Vayne ist so strong gerade. Der blaue Welle ist auf dem Vormarsch. Mein Gott. Wir könnten natürlich noch throwen, wenn, das Problem ist, wir brauchen Vayne definitiv in den Teamfights. Lee Sin. Und Lee Sin kommt ja gleich eh rüber. Gut, dann lass eben Dragon jetzt machen, Mann. Alter. Sandfeige. Okay, andererseits... dadurch, dass das Gegnerteam sich die ganze Zeit zerfleischt, brauche ich mir eigentlich keine Sorgen machen, dass wir das verlieren sollten. Also fände ich ein bisschen krass, wenn dem mal so wäre. So, was immer sich Skarner dabei auch gedacht hat. Ich würde immer so gerne die gegnerische Laterne für Fresh nehmen. Objectives gehen. Leute! So. Okay, ich nehme das, was ich am Anfang des Spiels gesagt habe, gegenüber Vayne, dass ich Vayne als ADC scheiße finde. Nehme ich alles zurück. Mein Vayne ist auch ein Late-Game-ADC, keine Frage. Oh.
Läuft ganz souverän, die Sache. Aber wirklich, dass die Leute immer so penetrant hinterherlaufen müssen allem. Also den Gegnern hinterherlaufen müssen. Wir müssen die töten, anstatt einfach... Oh, guck mal. Top Wave. Aua. Ich will jetzt eigentlich nicht sterben. Nö. Warte. Okay. Nein, ich hab keine... Hoppala, ich hatte keine Mana mehr. Ich schwöre. Naja, ich meine, das Ace, das ist jetzt auch was für ein Arsch eigentlich, weil wir haben zwei Inhibitoren. Und alles. Als ob wir jetzt noch... Kann das Gold schon riechen? Ja, aber der Schaden von Vayne ist wirklich einfach unnormal. Gerade mit Botkr. Blade of the Rune King, Mann. Das ist schon ein bisschen heftig. Jetzt hat die hat ja auch noch Phantom Dancer, das heißt, weil die hat ja diese Silberringe und der dritte Silberring dealt ja. Und, die hat Phantom Dancer und alles. Ey, Pinkboard, ne? Der dritte Silberring, der explodiert ja, ich nenne es jetzt mal, der explodiert ja dann immer so. Schade. Deswegen wollte ich nicht die Ulti wasten, aber okay. Ever vigilant. Ach, gut, dass ich nicht so ein Team habe, das sich zerfleischt. Ich meine, die versuchen sich zu zerfleischen, definitiv, aber... So. Komm an den Nexus nicht mehr ran. Ist das nicht ihr witzig? Ja, ich finde schon dann. Leute! Ich stelle schon mal um, wartet mal. So, ihr seht jetzt das Victory nicht, aber... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin Gold! Yeah! Alter! Ich habe mein Ziel mal endlich erreicht, tatsächlich. Alter, ich bin in Gold. Krass. Mein Gott, es sind hier viele. Ein Singed Doom. Ich bin Gold. Guckt euch das an, da. Yeah. Geil. So. Ich habe ja gesagt, ich mache nur ein Match, also ich mache meine Promo-Matches und ich hatte jetzt den mäßigen Erfolg, dass sie direkt in Gold landen. Mäßigen Erfolg, ich laber gerade wieder Scheiße, bitte ignorieren. Wir haben es geschafft, in Gold zu landen, wie cool ist das denn? Und es hat mich nur 3 Monate gebraucht oder so, aber ich habe ja auch nicht so oft gestreamt, ich habe ja erst in den letzten Tagen so oft gestreamt. Und ja, cool, doch, freut mich sehr. Finde ich geil. Jetzt muss ich nur noch in Gold bleiben.
Ja, in Gold bleiben. Ich weiß nicht, was mein Ziel jetzt ist. Ich will auf jeden Fall natürlich, werde natürlich auch spielen müssen. Aufgrund der Inaktivität könnte man ja wieder absteigen. Will ich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, mit 68 Siegen ist schon ganz okay, hier hinzulanden. Ich meine, der hat 9 Siege, aber der hat wahrscheinlich ein größeres, höheres MMR als ich. Ich meine, von Silber 5 nach Silber, von Silber 5 nach Gold 5 schon extrem geil. Wäre natürlich cool, wenn ich auch hier einfach ein bisschen aussteigen könnte. Werde ich auf jeden Fall mal gucken, ob das funktioniert. Ich meine, so Gold 3 wäre schon ganz gut, weil in Gold 3 kann man sicher sein, dass man auch Gold bleibt letztendlich, ob man jetzt inaktiv geht oder nicht. Deswegen, ich werde einfach mal gucken. Ich werde jetzt nicht mehr so häufig wahrscheinlich Ranked machen, weil für mich ist mein Ziel erreicht. Aber ich werde definitiv noch immer streamen. Keine Angst. Einmal in der Woche mindestens. Alles klar, bis dahin und tschüss.